Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Der 32. schon und was haben wir gemacht? Wir haben in der letzten Folge Kosakus Rüstung geholt und die habe ich jetzt auch schon aufgewertet. Sieht sie mittlerweile so aus. Richtig nice. Das gefällt mir richtig gut, der Style. Genau, und heute würde ich sagen, wir machen hier mit der Quest weiter die sechs Klingen des Kojiro, mystische Geschichte. Da gibt es eine Kensei-Rüstung. Oder, nee, warte mal, hier müssen wir noch was machen. Ah ja, wir müssen uns. Mit der Quest hätte ich auszusehen angefangen. Jetzt machen wir aber dann gleich hier weiter. Das war bloß Geschwafel. Genau. Wir porten mal hierher. Dann geht es weiter, würde ich sagen. Wenn es euch denn gefällt, lasst beruhigt ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Eine Nachricht im Feuer. Okay, den Schrein haben wir schon gemacht. Ich mache immer offscreen, mache ich so ein bisschen Fragezeichen und sowas. Weil sonst zieht sich das Let's Play hier zu lange hin. Vorne sind wir auch schon. Endlich gibt es Neues. Ja, Fürst Shimura. Ich fand Goro in der Omugi-Burg. Betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist, niemand kennt das mehr wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Nutzt die Zeit, den Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Okay, schauen wir mal, was wir machen müssen. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Und sucht unseren Schmuggler. Braves Pferd. Was macht ihr denn? Los jetzt, Kage. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit! Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hat dem Shogun getrotzt. Es war riskant, ihn nicht hart zu bestrafen. Ein Samurai sollte stets das rechte Maß kennen. Zu milde und er verliert seinen Respekt. Zu hart und er verliert seine Chancen. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Jetzt sind wir die gleichen hier, die zwei. Mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes. Doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Sie haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Steigt ab. Ab hier lauft. Ja, mal schauen, ob der mit der richtig spielt oder falsch spielt. Vor Mitodake. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Jetzt haben es die Mongolen. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen. Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß.
Fürst Sakai. Eine Nachricht im Feuer. Ja, ziemlich große Festung. Die mongolischen Armeen sind beachtlich, doch unser Angriff wird sie überrumpeln. Beten wir, dass sich das bewahrheitet. Sie sind in der Überzahl, können aber nicht alle gleichzeitig angreifen. Wie lange bleibt uns das Überraschungsmoment? Nur bis wir den Gegner sehen. Dann schlagen wir zu. Mongolen voraus! Wir könnten ausweichen. Wende deinem Feind den Rücken zu und ihr sterbt mit einem Schwert darin. Führ zu Shiva! Bereit, Onkel. Tötet die Stärksten zuerst. Stirb! Das waren dann alle. Vorwärts durch das Tor. Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jin. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab dann. Yo, Baby. Bleibt wachsam. Bogenschützen, in Deckung! Verwüstet das Ganze vor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Dosho! Dosho! Nein, diese scheiß Hunde.
Okay. Wir haben ihre volle Aufmerksamkeit. Tötet sie alle! Mehr Mongolen! Strömt durch sie! Haltet nur inne zum Töten! Zeug hier müssen wir mitnehmen. Was ist denn jetzt hier? Komm nicht mehr raus. Okay. Wir haben ihm Zeit verschafft. Aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein, sie haben uns. Und wir haben eine Watcher.
Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Wer beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlasst die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Okay. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolenschiffe brennen. Nicht nachdenken. Goro muss ihnen entkommen. Scheiße, die haben wir überhaupt nicht gesehen. Aber es ist cool, es macht Spaß. Man muss rumballern. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen-Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Hilfe beim Schoko. Okay, das war eben das eine Schiff. Geschafft. Sehr schön. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr. Okay. Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr?
Holt euch die Rüstung eures Vaters zurück und rekrutiert die Menschen von Yarikala. Wir werden sehen, wie verlässlich eure Freundin ist. Ich suche Yuna auf und hole meine Rüstung aus Omi zurück. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubara. Dann werden wir Kotun-Kan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Ja, das dauert noch ein bisschen. Der Sohn persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Okay. Sehr schön. Gut, dann schauen wir doch gleich mal auf die Karte, was wir als nächstes machen könnten. Hier oben wäre jetzt das mit der Rüstung, gell? Wären vielleicht. Machen wir vielleicht mal hier weiter, hä? Das ist bloß noch eine Geschichte. Ein Sackehändler. Schnellreise hierher und dann gehen wir mal zu dem Sackehändler. Okay, sehr schön. Sprich mit Kenji. Fürst Sakai. Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Und was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, sind bestimmt welche im Lager. Fürst Sakai. Natu und der Sake-Händler. Dann schauen wir doch mal, ob das Lager wirklich so leer ist, wie er erzählt. Ich glaub's nicht. Wie habt ihr dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer? Ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Ja, ich hab doch eine Falle lockt hier. Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Hier ist reichlich Essen. Fisch, Gemüse, Reis und Hirse.
Japanische, nicht mongolische. Sie finden Gefallen an unserer Küche. Kleidung, Leder, Seide, Holz. Damit könnten wir vielen Menschen helfen. Ich hab doch gesagt, es ist eine gute Idee. Kenji, hier drüben sind Essen und Medizin. Okay. Ein Sake-Fass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sake verkauft? Hm? Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Irgendetwas von Wert hier? Edle Metalle, seltenes Holz, ein schöner Teppich. Wie wäre es mit... Okay. Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich hab Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen? Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Oh. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Beeilung! Beeilung! Geschafft! Ein Bär! Ein Bär! Weg! Du gehst Samurai zu langsam zu Bär. Sondern Holzquiste! Wie man wollen! Verstecken! Ihr glaubt, ihr könnt uns bestehen! Das ist unser Sakefass! Jetzt sinkt nur ein Loch! Finger weg von unseren Sachen! Kenji! Kenjis Freund! Ihr könnt rauskommen! Es ist sicher! Hier drüben! Wir sind eingesperrt! Das geht nicht so schnell. Fürst Sakai! Oh, ein Bär. Na, schnell die Dinger holen, die Felle. Danke, Fürst Sakai. Ja, hab Dank. Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sake-Fass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai, wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Wir hoffen. Das war okay. Von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Die Strohhüte sind tot. Und gehen wir bloß das Lager noch mal kurz ab, ob hier noch irgendwas Schönes rumliegt. Okay. Gut. Dann schauen wir auf die Karte. Nehmen wir das Fragezeichen gleich mit.
wenn wir schon hier sind, sind bloß ein paar Medi. Ja, also Fuchsbau. Okay. So. Die Mauer von Yarikawa. Schauen wir doch mal. Okay. Jin, da bist du ja. Ja. Was tun diese Menschen vor der Stadtmauer? Die Mongolen umzingeln Yarikawa. Niemand kommt hinein. Fürst Shimuras alte Rivalen zu gewinnen, war von vornherein schwer. Doch jetzt. Jetzt brauchen auch sie Verbündete. Denk mal nach. Wir helfen ihnen gegen die Mongolen und sie helfen uns. Ich brauche ihr Wort, bevor ich für sie kämpfe. Doch wir kommen nicht einmal in ihre Stadt. Doch, das geht. Bestimmt irgendein Geheimgang. Genau. Damals waren wir Kinder. Selbst wenn es ihn noch gibt, kommen wir nicht ran. Versuchen wir es. Ich weiß, von wo wir einen Weg zur Umgehung ausspähen können. Die Mauern von Yarikawa. Seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Überall kommen Erinnerungen zurück. Dann sieh nicht so viel an. Wart ihr hier, als die Yarikawa-Rebellion begann? Nein. Wir gingen Jahre zuvor. Als Kinder. Brachten eure Eltern euch weg? So in der Art. Das klingt nicht gut. Sie kommen zur Stadt. Lasst sie vorbei. Alles sauber. Hier lang. Das will ich nicht sehen. Haben Schlimmeres gesehen. Das war unsere Heimat. Früher oder später kommen wir alle nach Hause. Ruinen von Alt-Yarikawa. Die Vergangenheit wartet. Unser Zuhause. Umzingelt vom Feind. Yarikawa hat keine Chance. Yuna, wo ist der geheime Eingang? Siehst du den Fluss an der Stadtmauer? Bring uns dorthin. Ich mache den Rest. An der Armee kommen wir nicht vorbei. Und was, wenn wir den Eingang finden und die Mongolen uns sehen? Wir verurteilen die Stadt zum Tod. Taka, ich habe eurer Schmiedekunst vertraut. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Ja, mein Herr. Ich weiß nicht, wie wir es zum Fluss schaffen sollen. Wir finden einen Weg. Gegen so viele Mongolen sind die Mauern machtlos. Die Asaume-Bucht ist gefallen. Yarikawa wird es auch. Ich kenne diese Leute. Sie ziehen den Tod der Sklaverei vor. Wir könnten die Mongolen angreifen. Sie weglocken. Bitte. Nein. Taka hat recht. Zu riskant. Der geheime Eingang war immer dort drüben, hinter dem weißen Baum. Hoffentlich haben die Mongolen ihn nicht entdeckt. Wir müssen nur einen Weg durchs Lager finden.
Sobald wir im Wasser sind, sollten wir den Eingang leicht finden können, ohne entdeckt zu werden. Das ist unser Plan? Durch ein riesengroßes Mongolenlager schleichen und hoffen, dass der geheime Eingang aus unserer Kindheit noch immer da ist? Bleibt bei mir, Tucker. Verlasst euch drauf. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich muss mich vor deinem Onkel beweisen. Uns Geleit von dieser Insel verdienen. Boah, wir sollen da durchkommen. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikaba ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein, ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür. Ei, kannst du mal weiterreiten? Wie soll ich denn da durchkommen? Sicher, dass das eine gute Idee ist? Seid fluchtbereit. Na, scheiße. Okay, müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis die wieder weg sind. Fuck. Gehen wir. Ich riskiere tatsächlich mein Leben, um in dieses Loch zurückzukommen. Das war deine Idee. Ich glaube, wir müssen komplett vor deinem Onkel beweisen. Woanders lang. Wir gehen mal hier oben lang. Du warst zu jung, um zu wissen, wie es wirklich war. Yarikaba ist ein hässlicher Ort für ein Mädchen, das bettelarm ist. Seid ihr deswegen gegangen? Nein, ich habe uns Ärger eingebrockt. Du konntest nichts dafür.
Flucht bereit. Das wollte er den nicht. Aber ich glaube, die Idee ist da fast besser. Früher fingen wir hier Libellen. Stimmt's? Und brachten sie zum Kämpfen. Wir taten so, als wäre einer ein Yarikawa-Samurai. Und die andere, ein Shimura-Samurai. Okay. Können wir jetzt nicht weitermachen? Interessante Wahl. Das ist auch der weiße Baum. Und warten jetzt erstmal, bis die da hochgegangen sind. Deshalb so lange durchgehalten. Okay. Überlass mir das. Deine Heimatstadt. Sehr schön. Wer seid ihr? Wie seid ihr reingekommen? Mein Bruder und ich sind hier geboren. Haben die Mongolen euch gesehen? Nein. Wir sind hier, um ihre Belagerung zu brechen. Sagt mir zuerst, welchem toten Samurai ihr die Ausrüstung gestohlen habt. Er ist kein Dieb. Er ist der Geist. Der Geist? Ich bringe euch zu Uchimasa. Aber gebt Acht, hier ist jeder bewaffnet. Los, sagt es dem Statthalter! Wird gemacht! Uchimasa? Das ist der Yarikawa-Festung. Yarikawas jüngstem Sohn. Doch mein Onkel zerschlug ihren Clan, als er sie besiegte. Die Familie regelt hier noch immer alles. Inoffiziell. Dein Onkel hat eine Rebellion beendet und dafür gesorgt, dass eine Generation den Shimura-Clan hasst. Die Mongolen überqueren die Brücke! Ihr drei, mir nach! Und bleib dicht dran. Was ist hier los? Da passiert was am Haupttor. Das klingt nicht gut. Das ist ihr Anführer. Werden die etwa angreifen? Finden wir raus, was sie wollen. Armament, Bürger von Yarikawa. Ich bin Temuge, Anführer dieses Kriegstrupps. Ich lernte eure Sprache, um euch eine Zukunft anzubieten. Öffnet eure Tore, bevor mein Lager die schwarze Flagge hisst und euch wird große Gnade zuteil. Weigert euch und euch widerfährt schreckliches Leid. Trefft eure Wahl, Yarikawa. Also geh, los jetzt. Wenn Yarikawa sich ergibt, bekommt Fürst Shimura keine Armee. Keine Sorge, die sind zu stur, sich zu ergeben. Wenn sie es nicht tun, gibt es ein Blutbad. Sie brauchen meinen Onkel so sehr wie er sie. Nur gemeinsam haben wir eine Chance gegen die Eindringlinge. Die Leute hier erinnern sich ungern an Fürst Shimura. Wenn Yarikawa überleben will, muss es die Vergangenheit loslassen. Leichter gesagt als getan. Uchimasa weiß, dass ihr hier seid. Geht ihr vor. Ich schaue nach dem Schwertschmied. Fürst Sakai. Uchimasa Yarikawa. Dass Fürst Shimuras Neffe hinter dem Geist steckt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Seid lieber vorsichtig, sonst bestraft er euch. Wie schon meine einst große Familie. Für die Rebellion gegen euren Jito. Das ist Jahre her. Wir alle haben jetzt größere Sorgen. Wer ist das? Eure Dienerin? Ich stamme von hier. Doch ihr helft dem Shimura-Clan. Nein, ich kämpfe für Fürst Sakai.
für den Geist. Wir können helfen, die Belagerung zu brechen. Dafür erbittet Fürst Shimura eure Hilfe. Die Mongolen wollen das Festland erobern. Sie werden bald abziehen. Und Yarikawa wird überleben. Glaube ich nicht. So wie immer. Das hätte besser laufen können. Okay. Suchen wir Taka. Uchimasa ist ein Narr. Er kann überzeugt werden. Die ganze Insel brennt. Und Yarikawa als nächstes. Wenn ihn das nicht überzeugt, was dann? Taka hat diesen Schwertschmied täglich besucht. Wenn er Metall übrig hatte, ließ er meinen Bruder so tun, als würde er Schwerter schmieden. Ich schau mal, was er zu sagen hat. Shinsuke ist verstorben. Es ist sein Sohn. Wie lief es? Uchimasa glaubt, sie könnten die Belagerung aussetzen. Laut dem Schmied sind die besten Bogenschützen gegen die Mongolen losgezogen. Gegen Uchimasas Befehl. Sie sind seit Tagen vermisst. Wenn wir sie finden, helfen sie uns womöglich gegen die Mongolen. Das könnte auch die Stadt überzeugen. Such mich bitte in Alt-Yarikawa auf. Dort suchen wir nach ihm. Okay. Und zeigen Yarikawa, wie man sich wehrt. Gut, Leute. Das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an. Was dann, ob wir hier die Stadt befreien können oder nicht, das sehen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Schwerter geschmiedet hast? Er ist so klein. In meiner Erinnerung ist er riesig. Du verbrachtest Stunden mit ihm. Ich musste dich wegzerren. So, jetzt aber. Gut, ciao, ciao, reingehauen.